Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Tutorial-Episode hier in Star Citizen. Ich gucke etwas griesgrämig. Das liegt daran, dass der Typ, der mich da steuert, eine Brille auf hat. Gut, heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, oder beziehungsweise, was ja, ich will ja nicht von mir in der Mehrzahl reden, sondern ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar, vielleicht ist das Quatsch, aber vielleicht ist es auch cool. Und zwar habe ich mir gedacht, wir nehmen uns jetzt mal die Publica Aurora MR, ja, fliegen damit in eine Bounty Hunter Mission, checken die ab, ja, von den Waffen und Schilden und so, mal gucken, wie es so läuft. Und dann werden wir das Ding mal aufpimpen, ja, weil da sind nämlich noch ein paar weitere Slots dran, die wir mal austesten. So, das machen wir jetzt. So, und was ist natürlich immer das Gleiche? Das Scheißding ist nicht da. So, warum nicht? Das mal claim. Kein Problem. Wir haben ein bisschen Geld, ja. Also ich habe ein bisschen Geld. Ihr seht das schon, ne? Und das steht kurz vor der 3.5, dann ist das eh alles weg. Deswegen können wir das auch noch auf den Kopf kloppen. Und das machen wir jetzt. Ja. Gleich mal gucken, was wir da unterbauen. Unter die Aurora. Ja, damit ihr auch mal seht, dass die eventuell, ich weiß es nicht, ich habe selbst echt noch nie ausprobiert, ob die Aurora MR sich dann im Dogfight daran ein bisschen besser behaupten kann, wenn wir da andere Waffen dran ballern. Und ich will sogar einen guten Schildgenerator reinbauen. Ja, ob das was bringt. Ich bin gespannt. Ja, die ganzen Slots sind, glaube ich, Size 1. Das gucken wir aber uns vorher nochmal genauer an. Bevor wir jetzt Geld ausgeben, ja. Und ja, dann schauen wir mal. Aber erstmal wollen wir gucken, wie sich das Ding so schlägt. Ja, mit meinen fantastischen Dogfight-Kenntnissen. Ja. Ich glaube, ich bin hier das letzte Mal im in einem Dogfight geflogen. Da hatte... Was? Was? Da hatte die noch Laser-Cannons dran. Ja, die hat dann irgendwann, glaube ich, ballistische Waffen bekommen. Was ganz gut ist, weil hier gibt es auf Port Elisa auch nur ballistische Waffen. Ja, dann machen wir das einfach mal, würde ich sagen. So, was ist da los? Jetzt mein Schiff. Ist manchmal, glaube ich, wenn man das kurz nach dem... Hä? Hey? Was? Hä? Hey, ich hab's doch... Ah. Muss man nicht verstehen. Egal. Genau. So, war ja, glaube ich, schon zu Ende, ne? So, A02. Sehr gut. Wollen wir da mal hinlaufen. Dann testen wir das mal aus. Ja, das ist natürlich jetzt alles noch vor dem neuen Flugmodell. Und kann natürlich jederzeit kommen. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht normal machen, ne? Und das heißt ja auch nicht, dass das Setup an diesem Schiff gleich bleibt. Ja, kann sich immer ändern. Aber dafür bin ich da, euch das zu zeigen und um die Sachen auszuprobieren. Und wie schon mal gesagt, wenn ihr irgendwas habt, ja, sagt hier, Mensch, Sitko, guckt ihr das doch mal an, ja, mache ich das natürlich. Logisch. Kann man das eigentlich immer noch aufmachen, das Ding? Ne, gut, das haben sie gefixt, ganz gut. Ja, es war mal eine Zeit lang so, da konnte da jeder irgendwo einsteigen in so eine Willens am Max. So, ja, Schildgenerator ist relativ geht so. Ja, wir gucken uns den gleich nochmal an. Und die Bewaffnungen, die hier dran sind, sind halt diese beiden Gatlings hier. Ja, wir haben aber hier oben noch zwei weitere Hardpoints. Ja, einmal hier auf der Seite und auf der anderen Seite natürlich an der gleichen Stelle, logischerweise. Ja, gehen wir erstmal ganz kurz rein. So, und dann gucken wir mal ganz kurz, was das Ding denn jetzt hier dran hat. Beziehungsweise drin hat. So, wir haben... Ja, das Doofe ist, wir können jetzt nur lesen. Das müssen wir unbedingt auch noch fixen. Obwohl, das hier ist so wenig drin. Da können wir das auch so sehen. Ja, hier sind Yellow Jacket GTA. Die gibt es auch hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann noch zwei zusätzlich von denen hier kaufen. Oder ob wir ein paar andere kaufen. Es gibt welche, die sind, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Ich gehe mal davon aus, dass der Preis auch ein bisschen was über die...
über die Qualität sagt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im Arena Commander sich Waffen zu kaufen und die dann hier im Verse zu benutzen. Aber ich will jetzt absichtlich erstmal nur die benutzen, die es hier auch im Verse zu kaufen gibt, ja. Damit wir halt auch Vergleichsmöglichkeiten haben. Und der Schildgenerator ist eine Bulwark. Das ist Size 1. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ein Military. Nee, Military wird es auf jeden Fall nicht sein. Da müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwo noch andere Infos zu kriegen. Vielleicht gibt es den auch letztendlich hier zu kaufen. Dann schauen wir uns das mal an. Ja. Jetzt steht es ja auch hier bei der anderen Aurora. Ne, die ist auch nicht da. Ne, gut. Auf jeden Fall, der Bulwark ist naja, ich glaube, der ist nicht so dolle. Ja. So ein Mittelding, glaube ich. So, dann holen wir uns mal Fix. Bounty Hunter Mission, ja, wir werden jetzt keinen Spieler jagen. So, ich hebe mal erstmal ab, ja, und wir das Landepad freimachen. Nicht, dass wir hier noch ein Crime Stat kassieren, weil wir hier zu lange rumhängen. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. So, baut da die Schilder auf, ja, sehr gut. Take off complete. So, wir mal gespannt, ob der nachher, wenn er die Military Schildgenerator, ich will mir nicht einen Military Schildgenerator kaufen, weil die Military Schildgeneratoren sind die besten, ja. Könnt ihr euch merken, alles für das Militär, wie im echten Leben, ist High-End. So, dann baller ich einfach erstmal in die Richtung. Dann gucken wir uns mal eine feine Mission raus. So, Bounty Hunter. Nehmen wir einfach mal die hier. Zack, hoffen, dass die nicht so weit weg ist. Hoffen, dass wir sie bekommen, ja. Also selbstverständlich, da ist er. So, das Funst, das ist hier wahrscheinlich bei Jela. Nee, Celino. Hm. Obwohl, ich habe jetzt gelernt, dass das nicht Jela heißt, sondern Jella. Ja, aber gut. Ich sag trotzdem Jela. Das klingt besser als Jella. Jella klingt wie hier Jella, Jella. Danach kehren wir dann zurück, kaufen dann zusammen, na, da haut schon wieder das Kreuz ab links. Ja, aber macht trotzdem nicht. Und dann kehren wir zusammen zurück nach Port Olisar. Und, kann ich jetzt direkt nur fliegen? Nee, ne? Nee. Mit Orbitmatter fliegen. Und kaufen das dann zusammen. Ja. Hätte ich natürlich schon machen können. Aber ich will euch da natürlich mitnehmen. Logisch. Und ich will dieses Port Olisar noch wegkriegen. Ja. Das ist irgendwann dazugekommen. Das macht man am besten, wenn man hier nochmal doppelt draufklickt. Irgendwo, am besten noch irgendwo, zack. Und da ist es schon weg. Ne? Hoffen, dass nichts Neues bleibt. Der wird jetzt nichts können. Ja, also der wird uns jetzt keine Schwierigkeiten machen. Das auf gar keinen Fall. Aber wir können jetzt mal so ungefähr einschätzen, wie sich das Ding verhält jetzt in der Gesamtwirkung. Ja. So. Ja. Wie lange wir brauchen, um den jetzt zu zerlegen. Wie unsere Schilde reagieren, wenn der uns trifft. Ja, Raketen haben wir, glaube ich, auch an Bord. Mal kurz gucken, bevor wir jetzt hinfliegen. Ganz kurz nochmal hier die Onboard-Geschichten mal checken. So, das sind die anderen beiden Waffen. Die sind jetzt logischerweise aus. Wir haben zwei Raketen, die werden wir jetzt mal nicht benutzen. Dann haben wir die, genau, das sind die Flares, die beiden. Und das sind die beiden ballistischen Repeater. Alles klar. Super, dann machen wir das jetzt. Zerlegen wir den mal. Ja, haben wir einen lustigen weißen Ball mit dabei. So, was haben wir? Eine Stalker. Avenger Stalker, alles klar. Ja, schon mal gut. So, drücken wir wieder unser J. Ja, dann sind die Gimbals gelockt. Ja, der runde Kreis bewegt sich nicht mehr. So. Und der ballert er schon. So, mal gucken, ob wir hier. Ah ja, ist wieder so ein bisschen versetzt. Müssen wir nur wissen. Muss ich noch treffen.
Boah, ich bleibe mal stehen. You think you got me? Well, come on. Ja, dauert schon ein bisschen länger, ja. You think you got me? Naja, ich hab dich gleich. Well, come on. Ja, merkt das schon, ne? Das ist normalerweise mit einem anständigen Schiff schon lange zerlegt. You think you got me? Well, come on. Asshole. Hey. Ich hätte mich Arschloch genannt. Aber ihr seht schon, ne? Das ist... Die Aurora MR ist in der Standardausführung nicht unbedingt ein Dogfighter. Ja, das ist wirklich... Wenn man jetzt hier einen Gegner hat, der sich so ein bisschen wehrt, ja, dann hat man da schon Probleme. Und der Pivot, der stimmt auch nicht. So, das ist wirklich... So macht das keinen Spaß. So, also, naja, gut. Dauert halt lange, ne? So, das wird jetzt nicht ewig. Wir waren da Zeit, uns ordentlich durchzubeleidigen. So, ja. So, das war jetzt gefühlt eine Minute. Ja, wird die Zeit nicht gestoppt. Aber ihr könnt das ja mal machen. So, jetzt fliegen wir zurück nach Port Olisar. Rüsten das Ding um und dann schauen wir mal, was es dann sagt. Ja, kann natürlich sein, dass genau der gleiche Rotz ist. Nein, glaube ich nicht. Das wird total super jetzt. So. Und wenn das neue Flugmodell da ist, ja, dann werden wir uns natürlich ausgiebig nochmal mit allen Sachen beschäftigen, ja. Also ich muss mal gucken, wie sehr sich das verändert. Aber ich werde da nochmal eine kleine Flugschule machen. Ich werde ein paar Sachen, also ich werde viel ausprobieren, ja. Wir werden Atmosphärenflug ausprobieren. Wir werden uns in Dogfights mit verschiedenen Schiffen beschäftigen. Und wenn ihr noch eine Idee habt, dann sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Dann beschäftige ich mich da auch noch mit. Ja. Soll ich heißen, dass ich keine Ideen habe, ja, wenn ich das so oft sage. Aber ich finde die Community, ja, ohne jetzt irgendwie rumzuschleimen, ist mir besonders wichtig. Ja. Ich bin auch gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, so unbedingt wild darauf, mega viele Abonnenten zu bekommen, ja. Ich möchte nur die richtigen Abonnenten haben, ja. Ich möchte, dass wir hier zusammen gemeinsam Spaß haben. Ich sag immer so, ich habe lieber ein paar hundert Abonnenten, die Bock drauf haben, auf das, was wir hier machen, anstatt ein paar tausend Abonnenten, wo die Hälfte dann nur am Rumhaten ist. Ja? So. Wie gesagt, ich will mit dem Ding hier kein Geld verdienen, das war nie meine Absicht. Alter! Was ist denn hier los? Ey! Willst du mich verarschen oder was? Hau ab! Ach, jetzt krieg ich einen Crimestat, weil der uns rammt! Ist ja wohl nicht drinne. Collision Alert. Ja, alles im Griff. So, wo war ich? Genau, ich will hier kein Geld verdienen, ja, deswegen werde ich hier auch nie Werbung reinschalten. Und so Zeug, ja, wo man überall mit Geld verdienen kann. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Ja, außer ich habe irgendwann mal Geldnot, ja, dann komme ich auf euch zurück. Nee, aber im Moment geht es echt nur darum, zusammen gemeinsam hier das Worst zu entdecken, Spaß zu haben, voneinander zu lernen. Und ich bin fest der Meinung, dass wenn später mal wirklich mehrere Sternensysteme da sind, dann ist man froh, weil man so ein paar Leute hat, die man dann mal irgendwo trifft. Ja? Weil das wird dann nicht mehr so sein, hier von wegen, hier, ich bin in Lorville und ach, du bist Port Olisar, dann fliege ich mal da kurz hin. Sondern das wird dann sein, ja, 80% meiner Leute, die sind irgendwo anders und 20% sind hier in der Nähe. Und 10% davon kann man mal schnell erreichen oder so. Stelle ich mir das so vor.
weapons system is off. Außer man hat natürlich Bock, sowieso immer alles alleine zu machen. Warum steht das Port Olisade eigentlich schon wieder? Mann! Dann braucht man natürlich auch keine Leute. Ne? Aber ich glaube, so ein paar, das ist ja schon geil. Ja, und ich muss sagen, so, ja, ihr seid super, muss ich wirklich sagen. Also ich habe in der Zeit, wo ich das jetzt hier mache, wirklich nur Positives wahrgenommen. Das ist echt fantastisch mit euch. Muss ich an der Stelle mal sagen, ja. Ist zwar noch nicht Weihnachten, ja, aber zumindest bald Ostern. So, genug geschwafelt. Jetzt geht's wieder zum Kern der Sache. Wir widmen uns jetzt den Waffen und den Schildgenerator. Und dann schauen wir mal, was die Aurora dann kann. So, dazu müssen wir sie wahrscheinlich wieder einlagern, weil wir werden sie wohl nicht auf dem Landing Pad bearbeiten können. Das können wir ja schon mal machen. Ja, rufen wir uns einfach ein anderes Schiff. Ich hoffe, das geht auch irgendwann anders, dass man sie einfach einlagern kann. So, ja. Die können wir mal claimen. Die ist irgendwie noch auf Hursten. So, vielleicht nehmen wir auch die dann gleich. Ja. Geld behalten wir lieber. Wer weiß, wie teuer das gleich wird. So, und dann holen wir uns einfach mal irgendwas aufs Ländedeck hier. Provisorisch hier. Ja, zack. Your ship has been delivered to the following landing pad. So. B02, gut, interessiert uns reichlich wenig. Ja, ganz kurz der Form halber das Port Olisada wieder weg machen. So, und dann schauen wir mal. Ja, erstmal gucke ich mal ganz kurz, ob der Bulwark da irgendwo ist. Dann sehen wir das als Vergleicher. Hier liegen über die Schildgeneratoren rum. Und wie gesagt, Military ist somit das Beste. Hier ist der Bulwark, ja. Das ist. Oh, das war aber jetzt ein Zufall. Oder sind das alles Bulwarks? Nee. Ja, der kostet so 590. Das ist jetzt, ich glaube, auch nicht so schlecht. Wir können ja mal hier reingucken, was das für einer ist. Schildgeneratoren, Bulwark, da ist er. Das ist ein Industrial C, ja. Wir holen uns jetzt aber hier den Force Wall. Der kostet nochmal ein bisschen mehr. Das ist ein Military Grade B. Ja, ich glaube, Grade A wäre, glaube ich, noch besser. Aber der ist wohl schon ziemlich gut. Ja. Den werden wir jetzt mal hier kaufen. So. Und dann holen wir uns mal die Longsword Ballistic Auto Cannons. Ja. So, ich glaube, die sind ganz geil. Die holen wir uns jetzt mal. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Aber ich glaube schon. Holen wir uns mal 4 Stück von. Ja, ach komm. Hier. Easy. So. Und die bauen wir jetzt nochmal unter, würde ich sagen. Ja, das andere ist ja alles, das, also man muss schon darauf achten, dass es Size 1 ist, ja. Und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, so, ja, umso teuer, umso besser. Und dann schauen wir mal, was das jetzt heißt. So. War diese Musik hier eigentlich schon immer? Kann mich da echt nicht dran erinnern, ne? Das klingt wie ein Werbevideo, aber ich sehe hier nicht keinen Fernseher hier irgendwo. Ja, egal. So. Dann bauen wir die mal um. Aurora MR, haben wir erstmal den Schildgenerator. Bulwark, brauchen wir 2? Ja, kann sein, dass wir 2 brauchen, ne? So, da ist der Force Wall. Ja, brauchen wir wirklich 2. Müssen wir uns noch einen kaufen? Gar kein Problem, machen wir. So, dann können wir erstmal. Was ist denn hier wieder für Müll? Mann, Mann, Mann. Hier, da liegt Müll. Mal wegmachen, ne? Sieht nicht schön aus. So, wir holen uns jetzt noch einen. Und dann schauen wir mal erstmal, wie schnell der sich aufbaut. Ja. So, zack. So, Militaries auf jeden Fall, die halten gut was aus. Und die sind auch, glaube ich, relativ. Ach nee, die sind nicht. Wie soll ich sagen? Also, die haben einen ziemlich hohen Energieausstoß. Dafür seid ihr sehr sichtbar. Aber Militär will ja auch nicht unsichtbar sein, unbedingt jetzt, wenn es halt in den Kampf geht. Ja, da geht es um andere Sachen. Natürlich gibt es auch Schildgeneratoren oder überhaupt Komponenten. Da seid ihr dann wirklich relativ
unter dem Radar, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das werden wir auch nochmal alles durchnehmen. Haben wir zwar schon mal gemacht, aber mache ich auf jeden Fall nochmal, weil die Sachen ändern sich ja. So, dann wollen wir mal gucken. Falsch. Macht der Gewohnheit. So. Nein, war auch falsch. Mensch. Titko. Los, ja. So, also. Zack. Dann bauen wir da auch den ein. So, und dann hauen wir hier jetzt noch die Longswords rauf. Ansonsten haben wir hier noch andere Sachen, aber die, glaube ich, sind ganz geil. So, ja. Volle Bewaffnung jetzt. Ja, ihr seht ja hier oben, daher sitzen die jetzt. Gucken wir uns aber draußen jetzt auch nochmal am Schiff an. So, ich hoffe, ich hole jetzt die richtige. Ich habe ja zwei. Komischerweise. Also nicht so, dass ich mir jetzt zwei Auroras gekauft habe. Ich dachte, oh geil, noch eine Aurora, voll gut. So, die ist, ah ja, das wird wahrscheinlich die hier sein. Weil die andere haben wir ja gerade geclaimed. Your ship has been delivered to the following landing pad. So, und dann gucken wir mal, was das jetzt drauf hat, das Ding. B02, alles klar. Jetzt zerschießt es uns einer. Wehe. Ah, beeile ich mich lieber. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. So, da steht sie. Ja, hier oben sitzen die jetzt dran. Die Longswords, ja, hier unten auch. Hier vorne. Da sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, aber ich habe ja ein Licht. So, und dann schauen wir mal, ja, was das Ding jetzt kann. Gut, dann heben wir erstmal wieder ab. Gucken wir mal, wie schnell sich die Schildgeneratoren jetzt aufbauen hier. Ja, gut gefühlt würde ich sagen, es ist immer noch relativ lang. Vielleicht ein Tick schneller, aber es ist jetzt nicht so, dass die instant da sind. Natürlich auch noch, das ist ein Schiff. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ach ja, okay. Eine Raylan Courses. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass das überhaupt noch gar keine Rolle spielt, ja. Völlig Wurst. Landing gear raised. So, schauen wir erstmal. Jetzt kurz. Was wir hier haben. Bounty Hunter. Nehmen wir wieder so ein. Vielleicht haben wir das gleiche Schiff. Wäre ja ganz cool. Dann haben wir auch einen direkten Vergleich, ja. Pass auf, Jella! Quantum Drive is now. Sieht herrlich aus, oder? Manchmal oder haut man so Screenshots raus, ja, und dann verkackt diese Drehung wieder alles. So. Ja, ein bisschen gespannt, ne, muss ich sagen. Ja, der wird wahrscheinlich direkt bei Grimhex rumhängen, obwohl die Grimhex ist da. Gut, dann schauen wir mal, ob wir so direkt können wir den jetzt nicht anspringen, aber ich schätze mal, übers Mobiglas wird das gehen. Ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Nee, das geht nicht. Dann fliegen wir
nach Grimhex, würde ich sagen. Oder wir hatten noch so einen Orbit-Marker hier, oder? Das, ich glaube, das war vielleicht sogar besser. Na. Ah, nee. Grimhex ist ein bisschen besser. Ja, ist ungefähr gleich weit weg. Dann müssen wir da noch ungefähr 50 Kilometer rüberfliegen, so. Wenn ich das nochmal so Pi mal Daumen von hier aus gerechnet habe. Nu, 150. Na gut. Kinborgia. Diese Namen, ne? Also, neulich hat einer die Vermutung aufgestellt, dass das einfach ein Zufallsnamensgenerator ist. Also, das ist einfach so, die Namen sind ja so bekloppt. Ja, hier muss ich so an so eine Simpson-Folge denken. Ja? Da sind die Simpsons in einem Supermarkt, so, und dann sagt dann Lisa oder Bart, ich weiß nicht mal so, oh, Namenstassen! So. Und dann geht Bart so die Namenstassen los, so. Birt, Bert, Birt. Und also, oh nein, kein Bart, nie gibt's einen Bart. So, und dann sagt er so, Birt, niemand heißt Birt. So, und dann kommt so eine, in dem Moment so eine Mutter mit einem Kind vorbei, so, und das Kind so, oh Mama, krieg ich eine Namenstasse? Und sie so, nein, Birt. Das ist so gut. So viel. Sorry. So viel zum Thema komische Namen, ne? So, Gimbelock wieder einschalten, ja, ich. Zack. Ah, die haben jetzt nicht, sind jetzt keine Repeater auf jeden Fall. Ah, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Also der ein Schuss tot. Also jetzt wir. Wir sind fast da. Übrigens, dieser Typ, der das sagt in Star Wars, ne? Ich meine, mal gehört zu haben, das kommt in den Filmen gar nicht rüber, aber vielleicht ist ja einer von euch so der übelste Star Wars-Fan, ja, und hat alle Bücher gelesen. Ich glaube, das ist also dieser Typ, der das sagt, ist einer von den besten Kumpels, glaube ich, von Luke aus der Akademie. Aber ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass es ein anderer ist. Auf jeden Fall ist da einer bei, der ist das halt, aber das kommt überhaupt nicht irgendwie. Das wird überhaupt nicht erzählt. Aber vielleicht war das der gar nicht. Vielleicht war das auch, ich glaube, es war sogar der andere mit dem Schnurrbart. Aber ich weiß es, wie gesagt. Ich bin zwar ein mega Star Wars-Fan, aber so, ui, was ist denn? Achso, das ist jetzt ein LR, aber egal. Schauen wir mal. So. Das kann natürlich wieder sein, dass das Gimbal-Ding jetzt wieder irgendwie nicht. Alright, look, maybe we can work something out. You? You're just making me angrier. Asshole. Ja, das ist doch schon eine andere Nummer, oder? Ich meine, gut, das war jetzt eine Aurora. Ja, das war jetzt keine. Aber trotzdem, ich meine, die Aurora Legionär ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich denke mal, das macht schon einen Unterschied. Ja. So, ah, wir können ja noch einen machen. Als Versuchsobjekt. So, haben wir hier. Machen wir den hier. Kann sein, dass das ein etwas größeres Schiff ist, ja, weil es ein bisschen mehr Kohle gibt. Kann aber auch sein, dass er einfach ein bisschen besser ist und sich wahrscheinlich auch nicht bewegt. Ja, wenn er jetzt nicht kommt, dann
würde ich sagen. Wollen wir hier nichts erzwingen? Ja. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall einen Eindruck bekommen, ja, was der Unterschied ist. Ah, da ist er. Merkt euch den Dialog. Ich führe ihn nachher fort. Den werden wir nochmal versuchen. Kann ja Zufall gewesen sein, ne? So, ganz kurz gucken. Ich will ja nicht zu dem Comrade springen. Der ist jetzt bei... Wo ist er denn? Hier? Oh, tatsächlich, der ist auch hier. Na gut. Der ist gar nicht so weit, ne? Können wir so hinfliegen. Brauchen wir überhaupt kein Quantum Drive? Oh, versuchen wir das da nochmal. Aber ich finde, das ist schon ordentlich, ne? Das sieht zwar aus wie eine Laser-Cannon, ist aber nicht. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall ballistisch. Können wir uns ja mal ganz kurz angucken hier. Das sollte ja auf jeden Fall hier ersichtlich sein. So, ja, hier sind ja jetzt, die anderen sind an. Wir haben hier die Guns und wir haben hier, das ist die Munition. Ja. Wenn wir jetzt hier ballern, dann wird die weniger. Ihr könnt es mal merken, 7, 6, 9. Ja, ich baller mal ein bisschen. Sieht er da schon, geht runter, ne? So, also wie gesagt, ist ballistisch. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mit aushalten, ne? Haushalten so. Ich kann ja nicht hier ohne Ende rausballern. Und irgendwann besorge ich mir auch mal die Aurora Legionär, aber warum ich das hier mache, ist ja die Aurora Marquis, habe ich jetzt auch gelernt, die heißt gar nicht Aurora Mark, ja. Sondern Marquis. Zumindest sagen das die Leute von CIG. Ja, wahrscheinlich ändern die bewusst immer mal die Namen, um die Leute zu verwirren. Dann denken alle so, ja, so wird's ausgesprochen. Und dann ändern sie den Namen und dann alle so, nee, doch nicht. Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist ja ein Starterschiff, ja, ein sehr beliebtes. Und ich möchte einfach mal zeigen, dass man da halt ein bisschen was draus machen kann. Weil viele wissen nicht, dass da oben noch diese zwei zusätzlichen Hardpoints sind. Ja, die sind halt Size 1. Deswegen glaube ich, gehen da auch keine gimbelten Waffen dran. Also die sind immer fix, ja. Aber gut, so ist das halt. Egal. Ist ja kein Problem. Hauptsache, man macht auch mal so ein bisschen Schaden damit. So, und so kann man, glaube ich, gut mal einen Dogfight machen. Ja. Könnt ihr irgendwann mal auch, wenn euch das interessiert, können wir das auch mal im Marina-Commander ausprobieren. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Gehen wir in den Vendul Swarm, ja, das ist der leichteste. Und schauen mal, was die Aurora mag. In so einer ausgerüsteten Situation so alles kann. Ich muss mir mal angewöhnen, den Afterburner loszulassen, wenn ich auf Vollspeed bin, weil das kostet nur Sprit. Ja, ich hänge da immer so mit dem Daumen drauf. Wenn man sich natürlich bewegt, dann ist klar, ne? So, was haben wir da? Eine Cutlass Black. Okay, das ist schon eine Nummer größer. Aber kein Problem für uns. Ne? Schön eine Flügel ab. Ja. Ich kann doch nichts, ne? Kommen wir immer schön ins Cockpit rein. Also, aber die Schilde sind gut, ne? Die halten echt was aus. Also, muss man mal wirklich sagen. Logisch. So, jetzt haben wir Waffen-Overheats, ja? Da können wir auch was gegen tun. Wir können nämlich die Cooler overclocken. Das machen wir. Der schießt eh nicht. Er kann nichts. Da wollen wir uns Zeit lassen ohne Ende. So. Gehen wir mal hier rein. Ja, außerdem haben wir super Schilde. So, und dann gehen wir hier in dieses Heat-System. Nein, falsch. Doch, oder vielleicht doch. Nee, doch nicht. Wir gehen in das Power. Nee,
Hier, Shields, ja? Items. So, und dann overclocken wir die mal. Geht das hier gar nicht? Warte, wo war denn das? Ist doch hier? Ah ja, hier ist das, genau. Hier können wir unten zu unseren Schilden gehen, ja, da overclocken. Ah ne, Quatsch, nee, die Schildgranate von uns, die Cooler müssen wir. Welche sind die Cooler? Das sind die Cooler, ja, ne, oder? Ne, das sind die Cooler. Das sind die Cooler hier. Wie geil der nicht trifft, ne? So, die überklocken wir über den anderen noch. Front shields damaged. Ja, ja. So, ja. Und jetzt überhitzen die Waffen nicht so schnell. I'm just getting started. Rear shields damaged. Ja, die Schilde sind super, oder? Kratzen ja nix. You think you got me? Well, ja, irgendwann schon. Ah gut, die Karte ist natürlich jetzt schon ein bisschen größer. Aber man muss ja auch bedenken, wie sieht's hier in einer popligen Aurora MR, ne? Wenn man da oben mal das Schadensmodell von dem anguckt, der ist schon puderrot. Zack, ja. Also, das bringt auf jeden Fall was, ja. Richtig cool. Finde ich super. Gut, meine Freunde. Ja. Und damit haben wir ein langes Mysterium bewiesen. Ja. Und ich möchte mich hier aus der Aurora von euch verabschieden. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.